Also der Prozess vor der Automation war praktisch eine Handbelademaschine. Wir haben jedes Teil einzeln reingelegt und das Teil ist 10 Sekunden gelaufen oder beschriftet wurde. Und alle 10 Sekunden haben wir das Teil wechseln müssen. Bei dem automatisierten Prozess haben wir praktisch einen Waage und das Teil wird autonom durch die Laserzelle beschriftet. Wir hatten hier im Bereich vom Finishing unsere Werkzeughalter das Problem, dass wir einen Engpassbereich hatten. Wir Lösungen finden mussten, wie wir die Arbeit effizienter gestalten, produktiver gestalten. Wir haben uns angeschaut, welche manuellen Prozesse haben wir hier im Bereich. Und da kam relativ schnell dieser Bereich in Frage für Automationen, die die Firma SCHUNK mittlerweile selber bauen kann. Dazu zählt unter anderem auch das Laserbeschriften. Und deswegen sind wir da relativ schnell auf die Idee gekommen, diesen Prozess zu automatisieren. Also das größte Problem an dem Handarbeitsplatz ist natürlich die Durchlaufzeit und ein Mitarbeiter ist von morgens bis abends quasi gebunden. Das heißt, es musste immer ein Mitarbeiter da sein, der die Teile von Hand in die Beschriftungsanlage eingelegt hat. Wenn wir in unserer Fertigung automatisieren, gibt es im Prinzip verschiedene Vorgehensweisen. Wir haben ein eigenes Team mit viel Automations-Know-how hier bei uns im Hause, die uns das Konzept erstellen können, die uns die Ideen bringen können, mit denen wir dann häufig auch externe Integratoren zugehen, die uns dann die Automationsanlage bauen. Hier in diesem Fall war es wirklich so, dass 100% im Haus bei der Firma SCHUNK passiert ist, von der Idee bis zur tatsächlichen Realisierung. Genau, also ich war im Prinzip ab Stunde null dabei, die Zelle zu planen und zu entwickeln. Wir haben mit dem engen Kontakt mit der Entwicklung haben wir zusammengearbeitet, haben unsere Voraussetzungen für die Entwicklung weitergegeben, wie zum Beispiel die Durchlaufzeit pro Teil oder eben unsere Werkzeugwege, die wir in die Maschine dann positionieren. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, amortisiert sich eine Automation für einen relativ einfachen Bearbeitungsschritt wie das Laserbeschriften? Aber dadurch, dass wir es durch die Automation jetzt schaffen, dass Teile in der Nebenzeit bearbeitet werden, während der Mitarbeiter in der Lage ist, andere Tätigkeiten zu machen, amortisiert sich diese Zelle nahezu genauso schnell wie eine große Automationsanlage vor irgendeinem Bearbeitungszentrum. Für uns einer der spannendsten Momente war, als die erste Zelle dann geliefert wurde. Die Mannschaft hier hat sich in das Thema reingeschafft, ja, und dadurch waren wir schnell in der Lage, die Zellen zum Laufen zu bekommen. Wir konnten schnell neue Produkte auf die Anlage bringen, sodass wir es geschafft haben, schnell den alten Prozess und die alten Produkte oder die Produkte über den alten Prozess auf den neuen automatisierten Prozess zu bringen. Mit den Automationen schaffen wir jetzt deutlich mehr Ruhe in der Fertigung. Es sind klare Rollen verteilt. Diese Autonomie und diese Laufzeit, während der Mitarbeiter etwas anderes machen kann, die führt dazu, dass diese Zellen hochwirtschaftlich für uns sind. Ich freue mich wirklich, dass wir als Fertigung der erste Kunde der eigenen Automationszellen sein dürfen und dass viele weitere Kunden diese Vorteile auch in Zukunft genießen dürfen, wenn wir als Firma SCHUNK mit unseren Zellen am Markt unterwegs sind.